Unsere nächste Geschichte handelt von fahrlässigen Ärzten, einer trägen Arzneimittelbehörde und einem tatenlosen Minister. Es geht um die Verwendung einer bestimmten Gruppe von Antibiotika, deren Risiken hierzulande unterschätzt werden. Ich hatte eigentlich den Eindruck, ich bin hinterrücks vergiftet worden, hinterhältig vergiftet worden, ohne überhaupt gewarnt zu werden dafür. Fluorchinolone, so heißen diese Antibiotika. Ofloxacin, Norfloxacin, Moxifloxacin, Levofloxacin und Ciprofloxacin. Sie wirken gegen viele Krankheiten und werden deshalb gerne von Ärzten verordnet. In Deutschland rund 16.000 Packungen jeden Tag. Viel zu viel, sagt Professor Gerd Gläske von der Uni Bremen. Ich habe dafür keine Erklärung außer der, dass man möglichst ein Arzneimittel gibt, von dem man ganz sicher ist, dass es da wirken wird. Aber man kann natürlich auch mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und das ist eigentlich aber nicht der Sinn der Sache in der Arzneimitteltherapie. Denn die Nebenwirkungen können verheerend sein. Vor einem Jahr haben wir bereits darüber berichtet, sprachen mit etlichen Betroffenen. Es begann mit stechenden Schmerzen in den Fersen. Ciprofloxacin, Sehstörungen, Schwindelanfälle. Levofloxacin, Muskelschmerzen, Muskelzuckungen. Ciprofloxacin, nach 14 Tagen bin ich kollabiert. Ja, mahlzeit Freunde und willkommen wieder mal auf meinem Kanal. Heute geht es mal um ein anderes Thema, nicht um Lost Place, es geht heute mal um die Gesundheit, ein ernsteres Thema. In dem Fall geht es darum, was mich persönlich schon seit Ende Januar dieses Jahres betrifft, da geht es um ein Antibiotikum. Wo ich schon die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, mache ich darüber mal ein Video oder mache ich keins, jetzt habe ich mich dazu entschlossen, weil ich denke, ich kann damit vielleicht dem einen oder anderen auch helfen, der ja, in der gleichen Lage ist und gerade vielleicht auch nicht weiter weiß, was geschieht gerade mit ihm, was geschieht gerade in seinem Körper. Da geht es um die Antibiotika-Reihe der Fluocinolone, in dem Fall bei mir war es Ciprofloxacin. Da werde ich euch auch in diesem Video halt mehr drüber erzählen und ihr seht auch Ausschnitte von anderen Quellen von YouTube, was es sich mit diesem starken Reserveantibiotikum in dem Fall. Es soll nur gegeben werden, wenn man wirklich auf der Intensivstation liegt oder irgendwas ganz Schlimmes hat. Und da werde ich euch halt mehr drüber erzählen und da habe ich mir ein paar Sachen schon vorbereitet und ich würde sagen, ich fange jetzt mal an und werde euch da mal einiges drüber berichten und vielleicht dem einen oder anderen die Augen da mit öffnen. Ja, dann habe ich mir hier mal einen Zettel fertig gemacht und alles behalten, kann man nicht aus dem Kopf. Und dann fangen wir mal an mit dem Thema, was passiert nach der Einnahme, wenn man Fluocinolone eingenommen hat. In meinem Fall, wie gesagt, Ciprofloxacin. Ja, also unter anderem werden die Mitochondrien zerstört. Mitochondrien sind quasi die Energieträger im Körper. Man kann es vergleichen mit einem Kraftwerk zum Beispiel, wenn man jetzt einfach ein Kraftwerk ausschalten würde. Dadurch wird dann zum Beispiel halt eine Stadt irgendwann mal stillgelegt, wenn ein Kraftwerk weg ist, zwei Kraftwerke weg sind und irgendwann mal vielleicht 5, 6, 7, 8 Kraftwerke und dann ist zum Beispiel der Strom weg und alles ist weg, alles erlischt. Und so muss man sich das vorstellen halt im Körper, wenn die Mitochondrien halt weg sind, beziehungsweise die werden zerstört durch diese Antibiotika. Wird dein Körper geschwächt, du kriegst verschiedene Symptome und die reparieren sich auch nicht mal eben von alleine und darauf gehe ich jetzt halt noch ein bisschen ein. Ja, die Fluocinolone ist halt auch ein Antibiotikum, was in die DNA eingreift, machen halt auch massive Langzeitschäden und darüber sollte sich jeder im Klaren sein, der sowas halt nimmt oder halt wie in meinem Fall, man war nicht informiert, man hat sich halt gedacht, oh, die Ärzte werden schon keinen Scheiß einem erzählen. In meinem Fall, um nochmal kurz darauf einzugehen, war es so, im Januar habe ich das Antibiotikum bekommen aufgrund einer Verdacht auf eine Lebensmittelvergiftung durch Thunfisch. Und dann habe ich es genommen. Ich habe es 3 Tage lang genommen, nur 3 Tage muss man dazu sagen. Manche nehmen es 1 bis 2 Wochen oder noch länger und habe halt massive Probleme dadurch bekommen. Es fing an mit Panikattacken, ich bin nachts aufgewacht, schweißgebadet. Ich wusste gar nicht, was mit mir geschieht. Ich hatte Fieber, ich hatte Untertemperatur. Und ja, noch diverse andere Sachen. Es fing dann an mit Magen- und Darmproblemen, mit richtig üblen Blähungen, bis hin, dass ich keine Luft mehr bekommen habe. Und wusste halt gar nicht, was mit mir geschieht. Wie gesagt, ich hatte Krämpfe in den Beinen, in den Waden. Ich konnte maximal 10 Meter laufen. Ich dachte, ich kipp gleich um, bin tot. Und ja, irgendwann mal kam ich halt dann mal dahinter und habe da wirklich wochenlang googeln, machen und tun, selbst halt alles nachzuforschen, dann mal das hat mit den Fluocinolonen, mit dem Ciprofloxacin und Levofloxacin, wie sie alle heißen, gefunden. Und ja, was die halt alles für Schäden anstellen können im Körper.
Ja, dann, Freunde, werden auch die Darmbakterien dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Die guten Darmbakterien hauen ab. Ja, die schlechten haben dann einen Vorrang im Körper und zerstören halt deine ganze Darmflora. Und ja, dadurch werden dann halt wieder diese Symptome, die ich gerade schon aufgezählt habe, mit diesen übelsten Blähungen, übelsten Magenkrämpfe, alles drum und dran halt quasi in die Wege geleitet, weil halt keine guten Darmbakterien mehr da sind. Und ja, damit ist dann halt dein Körper, oder damit kommt dann halt dein Körper zum Erliegen irgendwann mal. So wie es bei mir war, ich war dann halt auch wirklich über 2, 3 Monate komplett quasi fast nur im Bett, nur bettlägerig. Hab trotzdem immer zwischendurch noch Videos gedreht und ja, das war immer so ein Zwiespalt zwischen mir geht's scheiße und trotzdem drehe ich ein Video, weil ich halt auch irgendwo am Leben teilhaben wollte und trotzdem halt auch und euch dazu trotzdem auch noch Spaß irgendwo bereiten wollte, aber trotzdem ging es sehr, sehr oft halt richtig, richtig schlecht. Ja, was auch durch die Darmbakterien, die dann halt weg sind, die guten Darmbakterien, dann auch noch passiert ist, dass es zu diesem Leaky Gut-Syndrom kommen kann, zu diesem sogenannten Leaky Gut. Leaky Gut heißt, dass deine Darmwand quasi ja, nicht mehr richtig schließt, also deine Schutzschicht, sage ich jetzt mal so. Die ist nicht mehr da, die schließt du mir richtig. Dadurch kriegst du dann halt auch diverse Symptome wie Nährstoffmangel, weil keine sag mal, Nährstoffe mehr angenommen werden. Egal jetzt, ob du zum Beispiel irgendwie Paprika isst oder irgendwelche Vitamine isst. Ja, und diese ganzen Nährstoffe halt überhaupt gar nicht mehr bei dir ja, aufgenommen werden. Und dadurch entwickeln sich dann wieder Nährstoffmangel. Und ja, dadurch kommt dann halt dieser Teufelskreis erstmal in Gang. Ja, dann habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, was gibt es für Symptome durch Flutsyndrome. Das habe ich gerade schon mal so ein bisschen erzählt von mir. Also es gibt Leute, wie gesagt, so wie bei mir es auch war, massiver Krafteinbruch. Du hast überhaupt gar keine Kraft mehr. Du gehst 10 Meter, wie gesagt, du meinst, du gibst um. Du bist komplett null stressresistent. Und das kommt auch wiederum durch den Darm, weil die Psyche und der Darm sehr, sehr eng zusammenliegen, sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Man spricht halt auch von diesem Bauchhirn und ja, solange dein Darm nicht in Ordnung ist, solange wirst du kein ja, gutes Leben, sag ich mal so, führen, weil du bist halt energielos, deine Psyche ist komplett im Eimer und wie gesagt, stressresistent gleich null. Ich habe das selber gemerkt, bei den kleinsten Kleinigkeiten, ich war am Boden zerstört und wusste weder ein noch aus und das kenne ich von mir so früher nicht. Ja, und das wie gesagt, vorhin auch schon nach einer kurzen Medikation von 2, 3 Tagen, Ciprofloxacin, Levofloxacin und ja, dann zum Beispiel auch noch Achillessehnenprobleme habe ich auch bei mir gehabt. Hinten die Achillessehne hat komplett geschmerzt, als wenn die gleich reißt. Waden waren total zu, also Muskelkrämpfe. Und ja, viele Leute haben auch Achillessehnenrisse dadurch zum Beispiel bekommen. Dann kann man Panikattacken bekommen, wie ich das auch hatte, aus dem heiteren Himmel. Und ja, Unruhe wiederum ausgelöst, zum Beispiel durch den Darm. Ja, und wie ich gerade schon angesprochen hatte, eben dieser Vitalstoffmangel ausgelöst durch den Darm, durch dieses Leaky Gut, dass halt dein Darm durchlässig ist und ja, da keine Nährstoffe mehr aufgenommen werden und dadurch halt wieder dieser Teufelskreis entsteht. Diese ja, zum Beispiel Vitamin B6, B12 Mangel, die dadurch entstehen, die dann auch wieder andere Sachen auslösen. Ja, wie zum Beispiel dann auch Histaminprobleme. Da wird dann zum Beispiel durch dieses fehlende B6, B12 an Vitamin kann dann zum Beispiel die Diaminoxidase nicht mehr richtig aufgebaut werden, wodurch das Histamin nicht mehr abgebaut wird. Und dann isst du zum Beispiel irgendwelche Lebensmittel und ja, du merkst auf einmal so, dir wird warm, dir wird heiß, du kriegst auf einmal irgendwelche Symptome, Unruhe und so weiter. Eben dadurch, dass dein Histaminfass immer voller und voller wird, weil eben diese DAO-Diaminoxidase nicht mehr richtig arbeitet und dadurch halt dein ganzer ja, Haushalt vom Histamin und so weiter gestört wird. Und dadurch fühlst du dich krank und grippig und wie gesagt, es gibt so viele Symptome, die bei Histaminproblemen dann halt auch entstehen, durch eben zum Beispiel Ciprofloxacin und diese ganzen Antibiotikas mit Fluocinolon. Ja, durch Ciprofloxacin bzw. das Antibiotikum aus der Reihe Fluocinolone, dadurch kann zum Beispiel eine Stoffwechselstörung entstehen, HPU bzw. KPU. KPU ist dann die erworbene Stoffwechselstörung, das ist quasi die Entgiftungsstörung. In dem Sinne kann man aber auch sagen, Ciprofloxacin ist generell auch eine Entgiftungsstörung, weil der Körper durch die fehlenden bzw. kaputten Mitochondrien nicht mehr richtig arbeiten kann. Und wenn man dann noch diese KPU entwickelt, durch diesen Nährstoffmangeldefizit, ja, dann scheidet man noch mehr Vitamine aus und irgendwann mal kommt der Körper halt ganz zum Erliegen, weil ja, durch diese fehlenden Nährstoffe kann sich jeder denken, kann der Körper einfach überhaupt nicht mehr richtig arbeiten. Ne? Und dann beginnt ein Kreislauf und ja, alles kommt immer mal zum Erliegen, weil es ist wie eine Pyramide. Das eine fängt an, dann kommt das nächste, dann kommt wieder zum Beispiel diese Stoffwechselstörung, dann kommt das eine zum anderen. Ja, Freunde, dann habe ich mir einen Zettel gemacht, und zwar, was machen Ärzte meiner Meinung nach falsch?
Also kann ich ganz klar sagen, es gibt für die Fluocinolone, Ciprofloxacin, Levofloxacin, gibt es mittlerweile schon seit, ich glaube das erste Mal 1998, wenn ich nicht richtig liege, aber ich weiß es jetzt nicht ganz genau, gibt es einen roten Handbrief. Und roter Handbrief bedeutet, dass die Ärzte schon informiert wurden, dass quasi diese Antibiotikas gar nicht mehr gegeben werden sollen, Leuten, die jetzt zum Beispiel auch anderweitig therapiert werden können, sondern es ist ein Reserveantibiotikum, was halt nur noch gegeben werden soll, wenn Leute auf Intensivstationen liegen, im Sterben liegen oder wirklich eine Sepsis haben oder was auch immer haben. Aber nicht für Leute, so wie bei mir zum Beispiel mit einer Lebensmittelvergiftung bzw. ein Verdacht auf eine Lebensmittelvergiftung. Da auch nochmal einen herzlichen Dank an die Ärzte, die noch nicht mal irgendwas kontrolliert hat, weder irgendwie Fieber gemessen noch irgendwas. Da kann ich auch eben kurz sagen, da gehe ich auch momentan gegen vor. Notfalls auch bis vors Gericht. Momentan ist es noch in der Mediationphase und kurz dazu das gesagt. Also wie gesagt, die Ärzte haben einen roten Handbrief alle bekommen und wissen darüber eigentlich oder sollten darüber Bescheid wissen. Aber die wenigsten Ärzte denken daran bzw. ignorieren das Ganze halt einfach und meiner Meinung nach ist es denen halt egal, was mit den Leuten passiert. Da kommt man sich dann halt auch schon vor wie so ein Versuchsobjekt, so, ach, nimm das mal und ja, was mit dir passiert, scheißegal, so auf Deutsch gesagt. Da haben meiner Meinung nach auch die Ärzte heutzutage irgendwie die Scheuklappen auf und fahren wirklich nur ihren Geradeausweg, gucken nicht nach links und nicht nach rechts. Und das finde ich halt traurig, dass die Ärzte heutzutage so drauf sind. Da denke ich mir dann halt so auch als Patient, wofür haben die eigentlich studiert? Wofür haben die das alles gemacht, um dann quasi den Leuten nachher zu schaden? Ich meine, man kann nicht alle unter einen Kamm scheren, aber ich habe wirklich schon oft die Erfahrung gehabt und im Internet gibt es da auch, da werde ich gleich noch darauf eingehen, diverse Foren, wo ich nicht der einzige Fall bin, sondern es gibt Hunderte, die eben solche Erfahrungen gemacht haben mit Ärzten. Kann doch nicht sein. Also da fehlen mir echt die Worte zu. Ja, Freunde, dann komme ich zu dem Punkt, falls ihr auch vielleicht in dieser Misere gerade seid oder euch denkt, mir geht es schon seit einiger Zeit schlecht, vielleicht wisst ihr auch darüber Bescheid, dass jemand das Antibiotikum bekommen hat in der Vergangenheit. Und wie kommt man dann da wieder raus? Was kann man machen? Was kann man tun, dass man aus dieser Misere wieder rauskommt? Ja, und da möchte ich euch mal meine Erfahrungen zu sagen. Also ich, wie gesagt, ich übernehme jetzt keine Haftung für, keine Garantie, aber das sind meine Erfahrungen, die ich euch einfach daran teilhaben lassen möchte. Und wichtig ist zum Beispiel Ubiquinol/Kaneka. Das ist die erweiterte oder verbesserte Form von Coenzym Q10. Das kennt vielleicht auch schon der ein oder andere aus irgendwelchen Cremes. Das ist dafür da, um die Mitochondrien dafür wieder aufzubauen und die Kraftwerke quasi im Körper, die Zellen wieder aufzubauen und zu ermuntern, dass sie wieder, sag ich mal, besser arbeiten, um das mal vereinfacht auszudrücken, oder sich vermehren. Und das gibt es halt zum Beispiel in Kapselform. Ich nehme die momentan halt auch, Ubiquinol. Dann ganz wichtig, weil Ciprofloxacin, Levofloxacin ist ein Magnesiumräuber. Wichtig ist halt auch, Magnesium zu sich zu nehmen. Meine Erfahrung, Empfehlung ist so zwischen 600 und 1000 Milligramm am Tag. Ich nehme jetzt zum Beispiel Magnesium-B-Glycinat. Da komme ich am besten mit klar, weil manche Magnesium werden auch nicht vertragen. Dann ist halt auch wichtig, der Darm muss aufgebaut werden. Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht. Ich habe jetzt zum Beispiel mal für 2-3 Monate Bioflohid genommen. Ist ein Produkt, womit man halt auch bei Histaminproblemen, die ich halt auch dazu gewonnen habe, wieder mit klarkommt. Also es gibt auch Bakterienstämme, wo man zum Beispiel dann gar nicht mit klarkommt, die das Histamin noch triggern. Dann habe ich halt Bioflohid genommen und habe jetzt aber nicht gemerkt, dass jetzt der totale Unterschied entstanden ist. Aber was ich sagen muss, mein Magen und Darm fühlt sich mittlerweile besser an. Ich habe nicht mehr diese krassen Verkrampfungen. Also ich komme jetzt, sag ich mal, mit meinem Magen und Darm schon relativ gut klar im Alltag. Und das müsste man auf jeden Fall auch in die Wege leiten. Und dazu halt auch einen Darmtest machen. Den gibt es zum Beispiel von Medivere, dass man halt sieht, welche Bakterien fehlen hier. Habe ich halt auch gemacht. Und daraus schließt man dann halt, was für ein Präparat nimmt man dann halt ein. Und ja, das ist halt auch wichtig. Dann muss man auch in die Erwägung ziehen, dass man einen Bluttest macht. Die Ärzte heutzutage gehen halt immerhin, machen nur ein kleines Blutbild oder ein großes Blutbild. Da sind dann halt nicht diese wichtigen Sachen dabei. Ich empfehle dazu, weil ich das jetzt auch gerade gemacht habe, beziehungsweise warte noch momentan auf die Blutergebnisse, ein 11+4 Profil, das macht zum Beispiel das IMD-Labor in Berlin. Da kann man halt dann solche Werte sich abnehmen lassen, wie Kupfer, Mangan, Zink. Und was auch wichtig ist, ist zum Beispiel das aktive Vitamin B6 und B12, womit man dann halt auch sehen kann, ob du halt zum Beispiel diese KPU-Störungen halt hast, beziehungsweise Histaminprobleme. Weil B6 zum Beispiel und B12 braucht der Körper, wie ich gerade schon mal gesagt habe, um die DAO-Aktivität halt zu haben. Und ansonsten, wie gesagt, wenn du das halt nicht hast, du hast zu wenig B6 und B12 aktives, B6 und B12, dann passieren halt solche Sachen wie Histaminprobleme und
und KPU, Stoffwechselstörungen, Entgiftungsstörungen. Und ja, da empfehle ich halt, wie gesagt, B6 und B12 aktiv zu messen, plus das 11+4-Profil, D3, K2. Dann wäre auch noch gut, zum Beispiel den ATP-Wert zu messen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal machen, um zu testen, wie die Mitochondrien arbeiten. Das ist quasi der Wert, der halt wirklich aussagekräftig ist, um zu schauen, wie die Mitochondrien halt arbeiten. Ja, daran sieht man halt dann auch wirklich, was genau ist in deinem Körper los, wie arbeiten deine Zellen, und ja, deswegen würde ich den ATP-Wert halt auch noch bestimmen lassen. Ja, welcher Wert auch noch ganz interessant ist, ist dieser Glutation-Wert. Das ist quasi ein Wert freie Radikalien. Damit kann man dann halt auch sehen, inwieweit der Körper mit solchen Situationen klarkommt, beziehungsweise je mehr Glutation im Körper ist, desto besser ist es, weil der dann solche Sachen abfangen kann, wie zum Beispiel Vergiftungen, ja, durch zum Beispiel Antibiotika. Und wenn der Wert halt ziemlich niedrig ist, dann sieht man halt auch, dass da gerade was im Körper halt vonstatten geht und auch nicht gerade stimmt. Bei mir war der Wert auch ziemlich niedrig und daran habe ich auch schon mal dann halt gesehen, dass da was nicht stimmt. Dafür ist dann halt auch wieder wichtig, um Glutation aufzubauen, dass man solche Sachen einnimmt, und darauf komme ich jetzt nämlich mal zu meiner nächsten Seite, wie zum Beispiel Antioxidantien, wie zum Beispiel OPC-Kapseln, das ist aus dem Traubenkernextrakt, zum Beispiel Quercetin ist auch ein Antioxidant, um eben zum Beispiel wieder den Körper quasi aufzubauen. Ja, und dann halt auch zum Beispiel, je nach Blutwert, müsst ihr dann natürlich erstmal abchecken lassen, Vitamin D3 in Verbindung mit K2, weil es dann am besten wirkt und man dann auch keinen Mangel wieder bekommt, weil manche nehmen nur D3 und dann kriegt man wieder Mangel an anderen Sachen. Deswegen immer Vitamin D3 mit K2 nehmen und seid auf der sicheren Seite. Und was auch noch ganz wichtig ist zu sagen, ist halt auch, dass das Antibiotikum sehr auf die Psyche halt auch eingeht. Natürlich aus dem Grund, wenn man dann bettlägerig ist oder halt merkt, man kann nicht mehr das machen, was man vorher gemacht hat. Das Leben, was man vorher geführt hat, ist quasi nicht mehr oder ist eigentlich gar nicht mehr, so ist es zum Erliegen gekommen, dass die Psyche dann halt auch sehr leidet. Und in dieser Phase hat mir jetzt persönlich für 2 Wochen ungefähr, habe ich das eingenommen, Amitriptylin genommen. Das ist quasi ein leichtes Antidepressiva, was aber auch genommen wird oder gegeben wird bei Reizdarm und Reizmagen. Muss man aber auch sagen, sollte man vorsichtig mit umgehen. Wenn man irgendwelche Symptome dann merkt, sollte man es dann halt auch absetzen. Ich habe es irgendwann auch abgesetzt, weil ich halt extrem komische Träume bekommen habe. Aber meine Reizmagen, Reizdarmsymptome, die sind halt wirklich sehr, sehr gut dadurch geworden. Und damit habe ich es auf jeden Fall schon mal geschafft, dass ich halt wirklich aus dem Gröbsten mit Magen und Darm rausgekommen bin und dann auch schon mal ein bisschen lebensfähig war. Was aber auch ganz gut ist, ist zum Beispiel Ashwagandha. Kennt vielleicht der eine oder andere schon, ist auch eine Pulverform, was halt auch für die Psyche gut sein soll. Und zum Beispiel halt auch für die Nebennieren, die halt auch darunter leiden können, dass man dann halt natürlich mehr Stress dadurch hat, dass man nicht mehr so leben kann wie vorher. Bei mir zum Beispiel war auch der Cortisolwert war jetzt erhöht, habe ich jetzt testen lassen. Und ja, ist natürlich ein Zeichen davon, dass der Körper im Stress ist. Und wenn der Cortisolwert hoch ist und der Körper im Stress ist, leiden darunter dann auch wieder die Nebennieren, wo wir wieder beim Thema sind. Es ist quasi ein Rattenschwanz ohne Ende. Und wenn man dann nicht da dran bleibt und selber forscht und selber irgendwie halt hinterher ist, ist meine Devise mittlerweile, kommt man einfach nicht weiter. Also die Ärzte heutzutage haben von den wenigsten, wovon ich hier gerade rede, Ahnung. Und ja, also deswegen, also kann ich euch das nur ans Herz legen, was ich jetzt gerade alles so gesagt habe. Ich habe das jetzt auch ein bisschen schnell erzählt, weil ich jetzt auch denke mir, wenn ich jetzt ein 30-Minuten-Video darüber mache, wird es wahrscheinlich eher die Leute ermüden. Aber ich habe trotzdem jetzt kurz und knackig alles zusammengefasst, was euch zu dem Thema interessieren sollte. Und ihr könnt mir gerne unter die Kommentare schreiben, wenn ihr auch solche Sachen erlebt habt, wenn ihr auch gerade in so einem Dilemma seid und gerade solche Sachen auch erlebt. Und da können wir uns gerne drüber austauschen. Schreibt mir auch gerne per PN, wenn ihr das jetzt nicht öffentlich machen wollt, könnt ihr bei Instagram tun. Da heiße ich genauso, Istomix. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, und teilt das Video auch gerne, damit es auch wirklich alle anderen Leute sehen und davor auch gewarnt werden, damit die Leute dann auch nicht sowas erleben wie ich, die dann unwissend einfach das nehmen. Und ja, es würde mich auf jeden Fall freuen. Teilt es fleißig, kommentieren, abonnieren, zeigt es wirklich auch in eurem kompletten Freundeskreis, überall Leute, die ihr kennt, damit eben Leute davon nicht den Schaden nehmen, so wie ich es jetzt zum Beispiel gemacht habe. Also wie gesagt, ich habe es jetzt seit 9 Monaten und ich bin immer noch damit am Laborieren und nehme Sachen ein und habe auch wirklich noch schlechte Tage immer zwischendurch. Und ja, das war mir irgendwie wichtig, da mal ein Video drüber zu machen. Und ja, ich würde mich über Regenaustausch freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Ist wirklich ein ganz wichtiges Thema für mich. Euer Stomix. Bis dann.